Sega. Selbstgefällig übte sich die neue Ordnung in ihren Türmen aus Stahl in Ignoranz und ließ Armada Gott spielen. Er verwischte die Grenzen des Lebens, brach Artikel 21 des Genfer Kodex. Und langsam aber sicher begannen die Maschinen, unsere Gesellschaft zu unterwandern. Unentdeckt gewannen sie an Macht. Bis zum Angriff eines Seelenlosen auf den Bergenkonzern. Wie lange hatten sie uns schon hintergangen, sich unter uns gemischt, und auf einmal stand die Menschheit vor der Auslöschung. Unsere Hoffnung gab uns Stärke. Unsere Hoffnung machte uns Menschen. Gemeinsam kämpften wir ums Überleben. Doch wo lag die Grenze zwischen Maschine und Mensch?